In diesem Video erkläre ich euch, was Chemtrails sind und was sie im menschlichen Körper verursachen. Dieses Thema liegt mir sehr am Herzen, weil zu viele Menschen nichts davon wissen und von diesem Experiment geschädigt werden. Der Begriff Chemtrails besteht aus zwei Wörtern, Chemikalien und einmal dem englischen Wort Contrails, Kondensstreifen. Auf Deutsch würde der Begriff Chemikalienstreifen heißen. Viele von euch würden sagen, dass es Chemtrails nicht gibt. Das stimmt, denn offiziell gibt es keine Chemtrails. Der offizielle Begriff für Chemtrails lautet Geoengineering. Auf der Seite der Bundeswehr sowie auf Wikipedia erhalten wir mehr Informationen zu Geoengineering. Geoengineering soll dazu da sein, um den Klimawandel aufzuhalten. Damit soll die Erderwärmung bekämpft werden. Wie wird dieser Vorgang durchgeführt? Es gibt zwei Methoden. Die erste Methode ist die Solar Radiation Management, SRM, Strategie, dass die Sonneneinstrahlen teilweise abschwächen soll, um so einen globalen Temperaturanstieg entgegenzuwirken. Die zweite Methode ist die Carbondioxid Removal Strategie. Es wird versucht, den Kohlenstoff in der Atmosphäre zu reduzieren, zum Beispiel durch Luftfilterung oder durch Düngung der Meere mit Eisen oder Phosphor. Ich erkläre euch die erste Methode. Die Sonnenstrahlen sollen abgeschwächt werden, um die Erderwärmung der Erde aufzuhalten. Wie macht man das? Man befördert Aluminium oder Bariumtitanat in die Stratosphäre. Das Ziel ist, dass die Sonnenstrahlen von Aluminium und Barium reflektiert werden und zurück ins All reflektiert werden. Das ist Geoengineering, ganz einfach erklärt. Jetzt erkläre ich euch kurz, was Kondensstreifen sind. Wenn Flugzeuge einen Kondensstreifen erzeugen, ist das ähnlich wie wenn du an einem kalten Tag draußen spazieren gehst und ausatmest. Du erzeugst einen Kondensstreifen. Die kleine Wolke ist wie ein Kondensstreifen. Wenn du nun an einem kalten Tag 3 Kilometer weiter gehst, kannst du dann, wenn du dich umdrehst, deinen Kondensstreifen den ganzen Weg über 3 Kilometer zurückverfolgen. Deswegen ist es verrückt anzunehmen, dass was du am Himmel siehst, über mehrere Stunden tatsächlich Kondensstreifen sind. Die normalen Kondensstreifen, also nicht die mit Chemikalien versetzten, diese Kondensstreifen treten aufgrund kalter Luft bei minus 30 Grad auf. Dazu muss man sich in großer Höhe befinden, ungefähr bei 9 Kilometer. Die Abgase enthalten zudem Kohlenstoffdioxid und Wasserdampf. Daraus entstehen Eiskristalle und das ist der weiße Streifen hinter den Flugzeugen. Die Eiskristalle erwärmen sich, lösen sich auf und die Streifen verschwinden. Ein natürlicher Vorgang. Das dauert höchstens 1 Minute. Was wir jetzt beobachten können, ist verrückt und nicht natürlich. Der Himmel ist nicht blau, sondern sehr milchig weiß. Das ist Aluminium. Es werden auch andere Stoffe benutzt, zum Beispiel Strontium, Barium und Mangan. All diese Stoffe sind für uns Menschen sehr gefährlich. Deswegen zeige ich euch, wie gefährlich sie sind. Ein Wissenschaftler hat 2013 das Regenwasser analysiert und konnte 13,1 Milligramm Aluminium pro Liter Regenwasser nachweisen. Normalerweise müsste der Wert bei 0 sein. Im Jahr 2000 lag dieser Wert bei 0,1 Milligramm pro Liter. Es kommt vom Himmel auf uns herunter. Und das ist ein riesiges Problem. Da es von oben kommt, passieren verschiedene Dinge. Es ist in der Luft, die wir einatmen, gelangen sie über die Nase sehr leicht ins Gehirn und dringen dort ein. Sie dringen auch in den Frontlappen ein. Den Schadstoff habe ich bereits genannt, Aluminium. Aluminium ist davon der wichtigste Stoff, denn es verursacht als primärer Produzent von freien Radikalen einen vorzeitigen Zelltod, Apoptose. Die Gehirnzellen werden vorzeitig abgetötet. Das Narbengewebe, das das Gehirn anschließend bildet, das sogenannte Amyloid, ist Teil einer chemischen Struktur, die Alzheimer hervorruft. In den letzten 7 Jahren hat die Krankheit Parkinson und Alzheimer zugenommen. Da es nun möglich ist, Aluminium extrem zu zerkleinern, bleibt es länger in der Luft. Das bedeutet aber noch etwas anderes. Ist euch schon mal der metallische Geschmack im Mund nach dem Sprühen aufgefallen? Wenn du diese Partikel einatmest, durchdringen sie das Siebbein und eure Nebenhöhlen und gelangen ins Gehirn. Das sind Nanopartikel, die versprüht werden, also extrem, extrem kleine Partikel. Diese Nanopartikel lösen im Gehirn eine Art automatisches Programm der Zellen aus und führt letztendlich zu Alzheimer. Erinnert ihr euch, als vor ein paar Jahren gegen Aluminium in Deodorants protestiert wurde? Denn es hat Alzheimer verursacht. Seht dich an, was sie mit uns tun. Auf Wikipedia steht auch, dass die Aluminiumpartikel, wie auch die anderen Stoffe, nachts aufgrund der fehlenden Sonneneinstrahlung langsam zur Erde sinken. Das heißt doch, dass diese Schadstoffe auf dem Boden sinken, von dem wir uns ernähren. Viele Nahrungsmittel sind deswegen mit Aluminium kontaminiert. Kennt ihr Monsanto?
Wieso ist Monsanto auf die Idee gekommen, aluminiumresistente Pflanzen zu entwickeln? Die wissen warum. Weil unsere natürlichen Pflanzen deswegen langsam aber sicher absterben werden. Es gibt Geoengineering und diese Technik habe ich euch etwas erklärt. In Hawaii gab es eine Auseinandersetzung zwischen Volk und Staat. Diese Technik hat man dort verboten. Geoengineering wird heutzutage betrieben vom Staat und vom Militär. Sie sprühen diesen Schadstoff über unser Land. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Channel. Folgt mir auch auf meiner Facebook-Seite und wir sehen uns. Bis bald. Ein weiteres Beispiel ist das Feld von Technologien, im Allgemeinen als Geoengineering bezeichnet, das potenziell helfen könnte, die erwärmenden Auswirkungen des globalen Klimawandels umzukehren. Etwas, das meine persönliche Aufmerksamkeit gewonnen hat, ist die Injektion von Aerosol in die Stratosphäre oder SAI. Ein Verfahren, in der Stratosphäre Partikel auszusehen, die helfen können, die Wärme der Sonne zu reflektieren, ziemlich genau in der Weise, wie es Vulkanausbrüche tun. Ein SAI-Programm könnte die globale Erwärmung begrenzen, einige Risiken im Zusammenhang mit höheren Temperaturen minimieren und der Weltwirtschaft zusätzlich Zeit für den Übergang aus fossilen Brennstoffen verschaffen. Das Verfahren ist relativ preiswert. Der National Research Council schätzt, dass ein groß angelegtes SAI-Programm ungefähr 10 Milliarden jährlich kosten würde. So vielversprechend wie es sein kann, den Einsatz eines SAI voranzutreiben, würde es auch eine Reihe von Herausforderungen für unsere Regierung und die internationale Gemeinschaft bedeuten. Auf der technischen Seite würde eine Verringerung der Treibhausgasemissionen ein SAI begleiten müssen, um andere Auswirkungen des Klimawandels wie der Übersäuerung der Ozeane zu begegnen, da SAI allein keine Treibhausgase aus der Atmosphäre entfernen würde. Geopolitisch gesehen könnte die Möglichkeit der Technologie, Wettermuster zu verändern, wovon einige Regionen auf Kosten anderer profitieren, in einigen Nationen zu einer starken Opposition führen. Einige könnten die Vorteile von SAI, stratosphärische Aerosolinjektion, nutzen und sich dabei ihrer Verpflichtung, Kohlendioxid zu verringern, entziehen. Wie auch bei den anderen bahnbrechenden Technologien fehlen globale Normen und Standards, welche die Bereitstellung und Implementierung von SAI regeln. Our climate is changing. Greenhouse gases emitted by humans are warming the earth. This has serious implications. Oceans are acidifying. Sea levels are rising. Deserts are expanding, and extreme weather events may become more common or more severe. We can prevent some of these consequences by reducing the emission of greenhouse gases. This tackles the problem at its root. It's called mitigation. However, we also have to anticipate some consequences. Since we've been emitting greenhouse gases for a very long time, some changes cannot be prevented by mitigation. Therefore, we have to adapt to some changes. This is called adaptation. Both require a lot of effort. Is there no easier way? If we humans are already changing the climate today, can't we just change it intentionally? Let's take control. Welcome to climate engineering. Let's manage the climate on a large scale and with surgical precision. Two methods can help us with that. Either we extract greenhouse gases from the air to slow down the warming of the atmosphere. Or we reflect sunlight from the earth, then temperatures will drop quickly. How does it work? Here's an example. We can capture greenhouse gases by building artificial trees. They remove CO2 from the air. In principle, we already have technologies that could do that, although they would require a very large amount of energy. And where can we put the CO2? It needs to be stored safely and for a very long time. And there will be a lot of it to store. Or, well, we can also sink the CO2 in the sea by fertilizing the ocean. That makes algae grow, and just like trees, algae bind CO2. When algae die, they sink to the bottom of the ocean and simply take the CO2 with them. Well, that's the theory. But how much CO2 could actually be taken up by ocean fertilization is really uncertain. What is certain is that there would be risks, especially because algae is a key link in the food chain.
algae gets eaten by small animals that get eaten by larger animals, and so forth. Messing with the food chain can have fatal consequences. Furthermore, ocean fertilization can cause the production of laughing gas, an extremely effective greenhouse gas. Laughing gas? Laughing gas? Don't make me laugh! We have another trick up our sleeves. It's getting too warm. Then let's dim the sun. Sunglasses for the Earth have an immediate effect. Cool! We can, for example, inject sulfur particles into the upper atmosphere to reflect sunlight. That sounds simple. Less sunlight would mean less global warming. We know that the rising concentrations of greenhouse gases will have serious consequences. But could we actually balance increased greenhouse gases simply by reflecting sunlight? Well, we might be able to stabilize the global temperature on average. But reflecting sunlight does not have the same effects as reducing greenhouse gases. No one can tell exactly what the consequences would be. In some regions, we might have much less rainfall, or sometimes a lot more. Well, that's great. It's not certain that this will have negative consequences. Why shouldn't we just try? And if the experiment has bad consequences, well, then we can just stop it. But if we have to stop the experiment, the Earth would warm in a very short time. We wouldn't have solved the problem with the greenhouse gases simply by reflecting sunlight. But who gets to decide whether we reduce our emissions or adapt or manipulate the climate? No one has asked me. These options are not mutually exclusive. Climate engineering can buy us time and is a last resort in case of an emergency. Aha! And is it you who decides what an emergency is? Artificial trees, ocean fertilization, or a sunshade for the Earth? Even if technological interventions might solve some problems, they would also create new ones. And it is unclear who should decide about their use. In short, we should think about climate engineering very, very carefully. In the meantime, let's first focus on mitigation and adaptation to reduce the risks of climate change.